Hallo, mein Name ist Tommy und ich bin ein erwachsener Lego-Fan. Heute habe ich die Lego-Ausstellung Let's Go Fribourg in der französischsprachigen Westschweiz besucht. Diese fand nicht hier im Schloss aus dem 13. Jahrhundert in der malerischen Altstadt von Romont statt, sondern gleich gegenüber im Rathaussaal. Und da war richtig was los. Okay, viele Ausstellerinnen und Aussteller haben einfach ihre gekauften Sets mitgebracht. Zum Beispiel ganz viele Feuerwehrautos, Züge, sogar aus meiner Zeit, Fahrzeuge der Lego Technik und Creator Reihen, Harry Potter Sets, da scheint der Hype ungebrochen zu sein, Modularhäuser, ja sogar eine Monorail war da. Noch mehr aber haben mich die eigenen Kreationen interessiert. Angefangen mit einem Diorama von Mos Eisley, bei dem Jan gekaufte und selbstgebaute Sets in die Wüstenwelt des Planeten Tatooine von Star Wars gebaut hat. Chuck hat einen mittelalterlichen Turm und eine Mühle mitgebracht. Auch die Microscale-Bauwerke von Olivier haben mir sehr gut gefallen. Ich staune immer wieder, wie sich so viele Details mit so wenig Lego-Steinen umsetzen lassen. Florianson baut schon seit 11 Jahren an seinem riesigen Königreich von Dogodan, aus dem hier nur ein Ausschnitt zu sehen ist. Da scheint gerade eine ziemliche Schlacht im Gange zu sein. Am besten hat mir aber das Winterzauber-Diorama von Prixdorf gefallen, bei dem es unglaublich viele Details zu entdecken gibt. Und da ist sogar Bewegung drin. Eine Minifigur schaufelt Schnee und eine fällt einen Baum. Richtig großartig ist aber die Eisfläche mit mehreren Leuten, die Eis laufen. Dazu hat er Magnete in die Füße gesteckt. Ich habe die Lego-Künstler womöglich in der Videobeschreibung verlinkt. An der Let's Go gab es auch einen Shop, nicht nur mit vielen aktuellen Lego-Sets, sondern auch mit ein paar Perlen aus der Steinzeit, sorgfältig in Schuhschachteln verpackt und beschriftet. Und alle waren natürlich an Echig und Alex interessiert. Die beiden Westschweizer haben im Januar die 2. Staffel von Lego Masters Frankreich gewonnen. Felicitations! Tschüss und danke fürs Zuschauen. Besuche meine Webseite tommy.ch, abonniere meinen YouTube-Kanal oder klicke hier, um ein anderes Lego-Video von mir aufzurufen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über Daumen hoch. Danke!